oder jemand weggegangen sein. Hä? Jemand neu gegangen sein. Ihr wisst, was ich meine. Freut mich. Wie geht's dir? Oh, das habe ich gar nicht am Anfang gefragt. Ne? Wie geht's euch denn überhaupt allen so grundsätzlich? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Um dem schon vorweg Abhilfe zu verschaffen. Was? Ihr wisst, was ich meine. Hey, wir haben ein Feuer gemacht, das war ja einfach. So, jetzt machen wir Tannenholz rein und Zedernholz rein. Und wir machen noch ein bisschen Altholz rein. Wir zünden jetzt hier die Scheune mal ein bisschen an. So, denn wir brauchen auch neues Wasser. Christoph sagt, geht. Work, work, work. Ja, das ist natürlich manchmal blöd, ne? Aber besser so als andersrum. Meine Motorrad geht es schlecht. Oha, Wolf. Was ist los? Warum? Nein, nicht erhitzen. So, wir machen uns auch mal Kaffee. Das ist das Schöne daran, wenn man freitags streamt. Ne? Für die meisten Leute ist freitags ja schon Wochenende und dann ist es sehr selten, dass jemand sagt, ne, oh, mir geht's total kacke. Weil jetzt ist Wochenende. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total froh, dass die Hitze in dieser Woche hier bei uns im Kölner Raum heute endlich vorbei ist. Also wir hatten jetzt heute nochmal irgendwie so 22, 23 Grad, das war in Ordnung, da konnte ich gut mit leben, aber den Rest der Woche war ich eher so wie ein Zombie. Ich wollte die Kette wechseln und bekomme die verdammte Ritzelmutter nicht auf. Oh ja, das ist doof. Wenn ich jetzt sage, probier's mal mit mit Ölspray, oute ich mich wahrscheinlich als völliger Kacknoob, weil das wirst du wahrscheinlich schon versucht haben. Versuch Cola, wenn es Rost ist. Ja, habe ich auch schon gehört, kann man benutzen, soll helfen. Mache ich nochmal Wasser? Ich muss mal gerade gucken. Ja, ich mache nochmal Wasser. Wasser ist eine gute Idee. Wir machen nochmal 3 Liter Wasser. Ja, WD-40 ist so das Übliche, was man macht, ne? Aber Ritzelmutter ist jetzt halt auch eine relativ doofe Stelle, ne? Wir sind irgendwie immer noch nicht müde, ne? Und ich habe jetzt alles schon gekocht, was ich kochen konnte. Das ist ja irgendwie voll blöd. So, dann machen wir doch mal was anderes. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Wir werden jetzt mal... Bin ich so lebensmüde? Ja, komm, wir machen das. Pass auf, wir essen eine Tomatensuppe. Wir haben ja noch Bücher, ne? Wir haben ja noch Bücher. Und ich werde jetzt einen Kaffee trinken, damit wir ein bisschen wacher sind. Dann werde ich hier noch so eine Dose Spitzenpfirsiche essen. Und dann werde ich nochmal was trinken. Okay, ich hatte mir fast schon sowas gedacht, ne? Der Wolf hat alles probiert, nichts hat funktioniert. Ausnehmen in freier Wildbahn, das war auch 5 Stunden. Ne, das war das 10 Stunden Buch. Okay, pass auf, das können wir nicht machen, 10 Stunden. Schießanleitung ist mir gerade relativ unwichtig. Ich mache erstmal den Kochskill. Das wäre mir echt wichtig. Ich stelle das aber erstmal auf 3 Stunden, denn man verliert einfach Fortschritt. Ne? Das ist ein bisschen doof. Das ist wirklich ein bisschen doof gemacht. Eine Stunde müsste noch gehen, glaube ich. Ach guck mal, es geht auch noch eine Stunde. Carsten, nein! Ach, das ist doch kacke. Habe ich nicht aufs Feuer geachtet. Morgen flex ich die Mutter auf. Oh. Paternossum schreibt, dreh mal in die andere Richtung. Auch kein dummer Tipp, ne? Auch kein dummer Tipp. Habe The Long Dark vor gut 3 Monaten das letzte Mal gespielt. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. In der Zwischenzeit habe ich gehört, dass einige Patches oder Erweiterungen in das Spiel gekommen sind. Mag mich jemand up to date bringen? Vielen Dank. Und Lavora schreibt, teste doch den Hammer. Ja, den Hammer können wir testen. Der funktioniert wie vorher auch. Man hämmert auf die Kiste ein und kriegt Altholz. Riesentest gewesen, oder? Okay, so, pass auf, ich steige jetzt erstmal ins Auto ein.
Das muss Klaus machen, ist zu viel. Boah. Also ohne, dass ich jetzt da zwangsläufig Eigenwerbung machen möchte. Magst du dir vielleicht das letzte Patch-Video oder so auf meinem Channel mal angucken? Ich weiß nicht, ob die Orpelhopser da vielleicht gerade einen Link raussuchen könnte oder sowas von den letzten Patch-Videos. Weil da habe ich eigentlich so gut wie alles reingepackt. 3 Monate war das noch vor dem Tireless Menace Patch. 3 Monate? Ja, es könnte sein, ne? Weil es ist wirklich viel und ich befürchte, wenn ich das jetzt versuche zusammenzufassen, werde ich ganz viel vergessen. So, pass auf, wir müssen ein bisschen Gewicht. Ich werde mal kurz hier die Dinger essen. Was natürlich immens viel Gewicht spart. Lavora schreibt, na, ich meinte, um müde zu werden. Achso. Missverständnis. Nein, ach, was mache ich denn da? Ich habe doch gerade Wasser getrunken, Entschuldigung. Ich trottel. So, das reicht aber doch zum Schlafen. Bei dem Punkt bin ich mir jetzt übrigens nicht sicher. Ne? Wir haben keinen Schlafsack im Auto. Kann man ohne Schlafsack schlafen? Das konnte man vorher aber auch schon. Ne? Vor dem Testbild. Ich habe das nie probiert. Deswegen kann ich das ehrlich gesagt nicht sagen. Klaus outet sich als The Long Dark Anfänger. Nach fast 600 The Long Dark Folgen auf YouTube. Die Cracker hätte ich mir als Notfallnahrung aufgehoben. Nee, nur, ach, wer braucht denn Notfallnahrung? Warum, Andi? Weil sie leicht sind und relativ viel Kalorien bringen. Ne? Das ist ja eigentlich bei den Salzkrackern immer so. Aber ich brauchte was viele Kalorien bringt. Wirst du in Zukunft auch mal wieder ein Spiel spielen, bei dem man mitspielen darf, schreibt Commander Jameson. Boah, das ist eine gute Frage. Civilization 6 könnte ich mir vorstellen. Civilization 6 könnte ich mir echt vorstellen. Das kommt im Oktober. Ja. Das könnte so ein Ding sein. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Das bietet halt auch einen nativen Multiplayer-Modus, ne? Und es ist, wenn das so wie mit Civilization 5 ist, kann man das sogar offline zeitversetzt spielen. Und ich wusste, dass die Frage kommt, die ich jetzt da gerade gelesen habe von Christoph. Also Hotdog schreibt, ja, ging vorher auch schon mit dem Schlafsack im Auto. Und jetzt muss ich gerade mal... Ich werde jetzt versuchen, schnellstmöglich Richtung Küstenstraße zu kommen, denn das würde ich gerne heute Morgen noch... heute Morgen. Heute Abend noch zeigen. Und... Christoph fragt, wie geht's Ark und dem Server? Also ich glaube, Ark und dem Server geht's generell relativ gut. Ich habe jetzt echt lange kein Ark mehr gespielt. Ey, wer hat denn hier einen Zaun hingebaut? Kackzaun. Ah, hier ist ein Loch im Zaun, sehr schön. Okay. Also ich sage zu Ark in der heutigen The Long Dark Folge was. Ich werde das aber jetzt, da jetzt schon ein paar Leute gefragt haben, werde ich das hier jetzt nochmal erwähnen. Zum einen habe ich ja schon immer gesagt, ich möchte gerne auf meinem Kanal und auch im Stream natürlich das spielen, was mir primär erstmal Spaß macht. Wenn ich dann natürlich merke, dass die Leute das kacke finden, dann muss ich das nicht unbedingt im Stream spielen, weil dann kann ich das auch offline spielen. So, das ist der erste Punkt. Und Ark
macht mir momentan echt keinen Spaß. Weil ich im Vergleich zu The Long Dark und zum Beispiel auch Subnautica fehlen mir einfach total viele Dinge. Für mich ist das irgendwie nicht stimmig. Das liegt aber daran, dass Ark einfach auf Singleplayer überhaupt nicht ausgelegt ist. Und jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten und Maßnahmen, damit man das auch als Singleplayer relativ gut spielen kann, aber es bleibt halt einfach ein ja, fast schon ein MMO, ne? So. Das nächste ist, dass in den letzten Wochen, wer das in der Presse vielleicht verfolgt hat oder durch Zufall mitgelesen hat, ist es einfach nur mal so, dass ich glaube, es ist der Geschäftsführer gewesen, seine Finanzen nicht ganz unter Kontrolle hatte und jetzt ganz spontan, obwohl Ark noch in einem Alpha-Stadion ist und es nun mal ein Early-Access-Game ist, für das ich schon, ich sag jetzt mal, 20 Euro bezahlt habe, ist jetzt vor kurzem ein DLC rausgekommen, was nochmal 20 Euro kostet. Und das ist echt eine Philosophie, wo ich sage, das kommt mir jetzt gerade ein bisschen sehr seltsam vor, dass man, wenn gerade in der Presse herauskommt, so, oh, da ist irgendwas finanziell schiefgelaufen, dass man gerade zu dem Zeitpunkt dann ein DLC rausbringt, zu einem unfertigen Spiel, wo die Leute dann nochmal für bezahlen sollen, ist einfach eine Philosophie, mit der ich nicht leben kann. Das kann jeder so handhaben, wie er möchte. Ne? Ich schreibe das keinem vor, aber das ist ein Grund, warum ich für mich beschlossen habe, Ark ist momentan für mich einfach nicht das Spiel der Wahl. So, und das ist es halt einfach. Ne? Finde ich halt seltsam. Von daher. Druffzilla, hallöchen, wunderschönen guten Abend. Ich versuche gerade den Chatverlauf, in der Zeit, wo ich jetzt hier gerade den ganzen Blödsinn erzählt habe, nochmal aufzuholen. Genau, der Carsten hat geschrieben, er hofft, dass sein Spielstand funktioniert und die Hoppelops hat geantwortet, da brauche ich keine Angst haben, hat bisher immer geklappt und dem kann ich mich anschließen. Ich hatte noch nie Probleme mit dem Spielstand, mit dem alten, bei keinem der Patches. Von daher... So, wir sind schon wieder total unterkühlt, ne? Deswegen muss ich jetzt hier nochmal in so ein Haus reingehen. Wir müssen es nochmal aufwärmen ein bisschen. Okay, Christoph hat das DLC gekauft. Das ist auch völlig in Ordnung, ne? Wer das machen will, der... Also, das ist ja jetzt nur meine persönliche Meinung, ne? Ich sage ja nicht so, Ark ist böse und die Firma, die Ark entwickelt, ist auch böse. Das ist aber einfach ein Ding, wo ich mir persönlich ein bisschen verarscht vorkomme und... Wenn ich dann den Faktor Spaß noch mitzähle, der mir da halt gerade echt bei Ark ein bisschen fehlt, ist das für mich ausschlaggebend genug, um zu sagen, mache ich momentan nicht. Also ich muss ja das DLC nicht kaufen, ich kann ja auch normal Ark weiterspielen. Das ist ja, das habe ich bezahlt und das läuft auch so, aber da kommt halt dann der Faktor Spaß mit rein und das ist halt einfach so, das Gesamtbild passt für mich da gerade halt nicht, ne? Von daher. Schreibt, aus einem ähnlichen Grund sehe ich Star Citizen sehr kritisch. Ja, ne, also das muss immer ja jeder irgendwie für sich wissen. Das, ich bin ja auch nicht allwissend, ne, und habe auch nicht Moral und Ethik auf der Stirn stehen. Ne? Also das habe ich für mich natürlich schon auf der Stirn stehen, aber auch da hat ja jeder seine eigenen Abstufungen, ne, von daher. Blumenwies, ich muss wieder. Warum sage ich mal Blumenwies? Blumenwiese. Mensch, verdammt, Wiese heißt es, Klaus. Wünsche euch noch ein tolles Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass du mal reingeschaut hast. Und ich sehe gerade, es ist eigentlich Zeit für ein Päuschen, ne? Und ohne Witz, ich glaube, ich bleibe eingeloggt und lasse das Bild für euch so stehen.